Und ich wusste zu dem Zeitpunkt dann schon, was ich als Kind nicht wusste, wie hilflos die Ärzte oft sind. Ja, wie hilflos man am Krankenbett steht und das Antibiotikum zieht nicht und noch ein resistenter Keim und so. Und der Patient kommt zum 100. Mal immer wieder und du kannst ihm eigentlich nur immer so ein bisschen helfen, aber er wird nicht gesund. Die Medizin habe ich so wie studiert, gelernt von der Pike auf. Ich bin ein totaler Fan der Medizin. Nur die Medizin hat ihre Ordnung auf den Kopf gestellt. Die Ordnung müsste so sein, dass es dem Arzt gut geht und dem Patienten, ja. Nicht dem Finanzamt. Das System hat nichts mit der Medizin zu tun. Hallöchen, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf den lieben Jochen, gerade aus Polen. Und Jochen, du bist Spezialist in Bezug auf Strophantin, da kommen wir noch später drauf auf das Thema, und Allgemeinmediziner und hast auch eine spannende Reise hinter dir. Also es gibt viele Parallelen, wir haben beide in Gemeinschaften gelebt, aber erstmal heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen heute. Ja, Matthias, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch total und ich freue mich, dass du im Vorgespräch genauso locker und authentisch bist wie auf den Videos. Ja? Man hat das Gefühl, das ist wahrscheinlich dein Problem jetzt, man hat das Gefühl, dich schon ewig zu kennen. Ja? Du triffst lauter neue Leute und die Leute, die dich hier vom Kanal kennen, denken, oh, sie kennen den Matthias schon ewig, der wohnt um die Ecke. Das stimmt, das stimmt. Also, aber das Gefühl habe ich eben mit dir auch. Also, wir haben ja sofort den Draht gefunden. Das war sehr, sehr angenehm. Ja, dann lass uns doch mal gleich einsteigen. Wir haben uns heute ein spannendes Thema ausgedacht, über das wir übrigens auch schon mal einen Blogbeitrag geschrieben haben, weil ich mich da auch schon vor vielen Jahren mal beschäftigt habe. Das ist das Thema Strophantin. Und ja, erzähl uns doch mal, was hat es denn mit dieser besonderen Pflanze auf sich und wieso ist dieses Thema so wichtig und auch für dich so wichtig? Okay, also bevor ich in Strophantin einsteige, würde ich gerne ausholen, was mich aus dem Mainstream rausgerissen hat. Weil ich glaube, das ist für viele Menschen auch ein Thema. Sie sind so wie gefangen in ihren Strukturen und kommen nicht so leicht raus, ja, oder denken, ah, ich muss mein Geld verdienen, ich muss so und so. Und das habe ich auch immer gedacht. So bin ich auch aufgewachsen. Und dann habe ich ganz lange alle Regeln befolgt. Das heißt, ich habe mein Studium abgeschlossen, ich habe meine Facharztprüfung gemacht, ich habe meine Praxis aufgemacht und ich habe alles befolgt. Möglicherweise kommt für jeden Menschen, der offen ist, kommt wie ein Weckruf, ja. Und bei mir ging der Weckruf damals nicht über Strophantin, sondern der kam über das Vitamin C. Das war eine Substanz, die ich einfach schon von Kind auf kannte, nicht so besonders wichtig empfunden habe und wo mir eine Heilpraktikerin das irgendwann gesteckt hat, ja. Und dann Was denn da genau? Ascorbinsäure, Vitamin C, ja. Aber was hat Wo sie gesteckt? Also Ja, die hat mir so ein Fläschchen gegeben, die Infusionslösung und hat gesagt, Jochen, das wird dich noch viel beschäftigen, ja. Und ich habe so abgewunken, ich habe gesagt, ach Quatsch, ich weiß schon alles, habe ich gedacht. Nichts Neues kommt an mich ran, ja. Ich weiß schon Bescheid. Und 2 Tage später habe ich gedacht, musst du dir doch mal angucken und so. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen. Was ist alles erforscht? Was ist in Studien belegt? Wo haben die größten Geister des 20. Jahrhunderts, also das war Linus Pauling, hat gesagt, hier Vitamin C so und so. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt dann schon, was ich als Kind nicht wusste, wie hilflos die Ärzte oft sind, ja, wie hilflos man am Krankenbett steht und das Antibiotikum zieht nicht und noch ein resistenter Keim und so. Und der Patient kommt zum 100. Mal wieder und du kannst ihm eigentlich nur immer so ein bisschen helfen, aber er wird nicht gesund. Der Punkt ist, der Patient wird nicht gesund, ja. Und die meisten Ärzte scheinen das nicht zu stören und mich hat es gestört. Das war vielleicht so einer der Unterschiede von Anfang an. Und in der Klinik war es nicht möglich auszubrechen, das geht nicht. Und in der Praxis habe ich aber keinen über mir. Ich habe keinen Oberarzt und keinen Chefarzt. Ich bin dann immer die Ansprechperson. Ja? Wenn der Patient nicht gesund wird und den Patienten stört, dann kommt er wieder. So. Er kommt immer wieder zu mir und ich denke, oh Mist, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ja? Wobei du rein wirtschaftlich gesehen könntest du es ja so sehen, je öfter der Patient kommt, desto mehr Geld verdienst du, oder? Das konnte ich nicht. Das konnte ich nicht. Also, das hat mich immer gekriegt und sehr persönlich angekratzt, wenn mein Mittel, was ich gegeben habe, nicht hilft. Kann ich dir nicht erklären, warum die anderen Ärzte das so gut können. Aber das konnte ich nicht. Wenn ich verantwortlich war, dann will ich. Also, ich habe eine Erklärung. Meine Erklärung ist immer, ich sage immer, ich bin aufgewachsen, meine Eltern waren Bauern und Schneider. Ja. Also, die Landwirtschaft muss funktionieren. Am Ende des Jahres muss die Ernte rein. Wenn es nicht funktioniert, dann
Das geht nicht. Das ist nicht drin, ja. Und beim Schneider, die Kleidung, das muss auch funktionieren. Das muss akkurat sein, genau, es muss funktionieren. Und am Ende ist es Schnuppe, was in den Büchern steht. Das Ergebnis muss stimmen. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, mit dem Vitamin C kriege ich Ergebnisse. Die Ergebnisse kommen. Der Patient wird gesund, wird nicht chronisch krank, die Wunde schließt sich, die chronischen Wunden sind dann Geschichte und so weiter und so fort. Und ich habe festgestellt, dass ich mit meinen Kollegen das nicht besprechen konnte. Ja? Wir waren nicht interessiert an solchen Themen. Aber ich habe das Gefühl, mit dem Vitamin C hat sich für mich eine Tür aufgemacht, die Tür zu den Allheilmitteln. Und mir ist klar geworden, es gibt Allheilmittel. Es gibt einfach Mittel, die, so wie Schweizer Taschenmesser, kannst du in ganz vielen Lebenslagen einsetzen. So gibt es Mittel, die immer wieder funktionieren. Das habe ich dann irgendwann auch publiziert. Also das Vitamin C ist was, das funktioniert immer wieder. Das Vitamin D ist was, das funktioniert immer wieder. Ja. Fasten ist was, das funktioniert immer wieder. Hast du ein Problem mit Fasten, boah, was nicht alles weggeht, ja. Und dann bin ich ein Stück Weizengras von der Ann Wigmore ist sowas, ja. Immer wieder. Und dann kam irgendwann das Trofantin. Und da wusste ich plötzlich, jetzt habe ich vor die Koronarherzkrankheit auch was. Das funktioniert immer und immer wieder. Also du hast da praktisch keine Fehlschläge, ja. Und wie ist das Schlofantin zu dir gekommen? Das weiß ich nicht mehr, erinnere ich mich nicht. Ich weiß nur, dass ich ab dem Vitamin C einen Blick hatte. Ich habe plötzlich gesehen, hier ist ein Allheilmittel, hier ist eins und dann sind die so Stück für Stück gekommen. Also ich halte mich nicht für so einen medialen Menschen, aber ich habe dann so, die Bücher springen mich dann an, weißt du? Wenn das Thema einmal offen ist, dann sehe ich, aha, so, so. Und dann kommen die Stück für Stück, ja. Und warst du denn im Kontakt mit Kollegen? Oder wie hast dein Wissen versucht weiterzugeben? Wie wurde darauf Nicht reagiert? weitergeben, also erstmal musste ich sammeln, ich musste das Wissen für mich sammeln. Von weitergeben war noch nicht die Rede, ich musste das ja erstmal lernen, ja. Für meine Berufsehre, sage ich mal so, und für die Patienten. Und dann findet man so spärlich Gleichgesinnte. Und beim Strophantin ist es sehr gut, weil es gibt eigentlich einen riesengroßen Verein, ja. Es gibt den Dr. Debismann, der hat diesen Verein aufgebaut und der hat auch irgendwie einen guten Draht zu mir gehabt und dann war ich dort gelistet bei den Strophantinärzten und dann ging das so Stück für Stück voran, ja. Eine Zeit lang habe ich gedacht, ich gründe einen Strophantin-Verein für die Patienten, also einen, wo die Patienten drin sind, nicht nur die Ärzte, und aber ich habe das nicht realisiert, ja. Es war so einfach noch so ein schöner Wunsch oder Gedanke. Und was hat es jetzt genau damit auf sich mit Strophantin? Was das kann? Ja, das kann halt das, was die Stents und die Bypässe nicht können, ja. Das kann die Infarkte verhindern. Also die Studienlage zu Stents und Bypässen ist ganz schlecht und das ist mir auch in der Praxis aufgefallen. In der Praxis habe ich angefangen, die Patienten zu fragen, ob es ihnen jetzt besser geht. Jetzt waren sie im Herzzentrum, jetzt haben sie einen Stent, jetzt haben sie einen Bypass, geht es ihnen jetzt besser? Und ich habe festgestellt, die Patienten können nicht mit Ja beantworten. Ja, es geht schon, ja, alles okay, soweit. Aber dass es ihnen besser geht als vor der Operation, das konnten sie mir nicht bestätigen, ja. Und beim Strophantin ist aber ganz anders. Da habe ich ganz viele diese tollen Berichte bekommen. So, Allheilmittel bedeutet, dass manchmal auch völlig unerwartete Beschwerden weggehen. Ja? Die Frau ruft plötzlich an und sagt, Herr Doktor, mein Mann schnarcht nicht mehr, seit er das Strophantin nimmt. Schnarchen ist weg, ja. Nicht mehr so aufgeregt. Oder Patient meldet sich ein Jahr nicht mehr, ruft wieder an, ja, ich hätte gerne wieder ein Rezept. Und übrigens, vom Bypass ist keine Rede mehr. Ja? Das heißt, man hat wirklich einfach Heilungsgeschichten, Heilungserfolge. Also jeder erfolgsorientierte Arzt, und ich meine nicht wirtschaftlichen Erfolg, sondern Erfolg im Sinne von, ja, ich habe dem Patienten geholfen, jeder solche Arzt sollte sich damit beschäftigen, sollte das Strophantin für sich. Und ich kann ja mal sagen, was ich im Gespräch mit Kollegen erlebe, ja. Wenn ich meinen deutschen Kollegen, ich habe die Geschichte schon oft erzählt, aber wenn ich meinen deutschen Kollegen vom Strophantin erzähle, dann wollen die nicht wissen, ob es wirkt, dann sagen die, ach, das veraltet. Ach, in der Leitlinie steht es nicht. Ja. Die interessiert das überhaupt nicht. Und wir haben jetzt in Deutschland eine gewisse Überfremdung oder zumindest eine, oder sagen wir, kulturelle Bereicherung mit sehr vielen auch arabischen Kollegen. Ja. Und wenn ich denen das erzählt habe, ich hatte dann so Dienst im Krankenhaus mit Arabern, dann habe ich denen vom Strophantin erzählt, dann sagt er zu mir, sei still, wir brauchen das Geld noch. Ja. Der hat sofort gespürt, dieses Mittel bedroht meinen Markt. Und hat er mir ehrlich geantwortet. Ja. Es ist auch, wir haben beide gelacht. Das Und ich heißt, denke gerade, der arabische Kollege wollte das auch nicht wissen.
Nein, aber er hat gespürt, dass dieses Mittel bedroht den kardiologischen Markt. Und tatsächlich sehe ich das so. Also das Strophantin wurde seit den 1970ern Stück für Stück aus den Leitlinien, aus den Zulassungen verdrängt. Und seit den 1970ern haben wir im Dachraum in jeder großen Stadt ein Herzzentrum. Die sind Stück für Stück gewachsen. Und wäre das Strophantin in den Leitlinien, dann wäre dieser Milliardenmarkt, der würde sich halbieren, der würde sich dritteln, ja. Da würden ganz große Fälle wegschwimmen. Und ich habe mal gelesen, dass früher in den Krankenhäusern, dass, nee, nicht in den Krankenhäusern, in den Krankenwägen, also in den Notfall, in der Notfallausstattung, dass da Strophantin immer mit dabei war. Ja, Strodiol hieß das, glaube ich. Strodiol, aber das habe ich nie kennengelernt. Das waren Ampullen. Und in meiner Zeit als Notarzt, ich bin von 2006 bis 2016 bin ich Notarzt gefahren, war es nicht mehr auf dem Auto. Ja, die Zeit Ah, war okay. Okay, vorbei. ja. Und was macht denn diese, das ist eine Pflanze aus Afrika, oder? Ja, Baumwolle. Ja, so Subtropen wächst es. Subtropen. Brasilien, Afrika. Und was bewirkt die genau? Ich sehe es so. Der Dr. Debusmann sagt, das Strophantin ist ein Stresslöscher. Es ist ein, es aktiviert den Parasympathikus, es aktiviert die Entspannungsnerven des Körpers. Es imitiert ein körpereigenes Hormon. Das heißt, es wirkt sehr im Sinne der eigenen Physiologie, im Sinne der Körperphysiologie. Und es wirkt ausgleichend, vor allem auch Blutdruck ausgleichend. Das heißt, die Patienten, die zu hohen Blutdruck haben, dann geht er ein bisschen runter. Die zu niedrigen Blutdruck haben, dann wird er ein bisschen höher, ausgleichend. Ja. Das erlebt man in der Schulmedizin auch nicht. Sonst haben wir Ärzte nur Mittel, die den Blutdruck senken. Ja. Oder wir haben ein Mittel, was steigert, aber entweder oder. Ja. Und es gibt Untersuchungen, die sagen, dass die älteren Menschen sehr oft, die wachen früh auf, haben vielleicht noch niedrigen Blutdruck vom Schlafen, nehmen ihre Tabletten und stürzen. Ja. Das ist ein ganz häufiger Mechanismus bei älteren Patienten. Das würde mit Strophantin nicht geschehen. Ja. Es wirkt ausgleichend. Das heißt, man könnte das auch als natürlichen Blutdrucksenker verwenden. Jawohl. Blutdrucksenker, Schrägstrich Blutdruckausgleicher. Ja. Und man müsste überhaupt keine Angst haben vor Nebenwirkungen, vor Stürzen. Gar kein Problem, gar kein Thema. Und wirkt es auch blutverdünnend? So, heiße Frage. Direkt blutverdünnend wirkt es nicht. Also wenn man Strophantin einnimmt und sich schneidet, dann fließt das Blut nicht länger. Es verbessert die Fließeigenschaften. So sehe ich das. Es verbessert die Fließeigenschaften. Und das Blut kommt dann, also wenn jetzt jemand eine KHK hat, die Herzkranzgefäße sind verschlossen, dann kommt das mit Strophantin fließt das Blut besser durch die kleinen Gefäße. Verbessert die Fließeigenschaften. Die Story geht so, dass das Strophantin als Pfeilgift von den afrikanischen Ureinwohnern verwendet wurde. Also es war Teil einer Mischung, ja. Und diese Mischung hat die Tiere erlegt. Und es gab einen deutschen Kolonialisten, einen Eroberer, der hatte immer Angina pectoris, der hatte so mit dem Herzen Probleme. Und dieses Pfeilgift war irgendwie neben seiner Zahnpastatube und kam mit seiner Zahnbürste in Verbindung. Und dann hat er die Zähne geputzt und hat gedacht, oh ey, meine Angina pectoris ist weg, ja, meine Herzbeschwerden. Und dann ist er darauf aufmerksam geworden und dann hat man festgestellt, es ist ein Heilmittel. Und ich sage immer, 150 Jahre lang gehörte es zum Standard, bevor das durch die Leitlinien Stück für Stück rausgenommen wurde. Ja. Das ist ja auf jeden Fall hochinteressant. Ja. Und das ist aber ja auch kein Einzelfall, ne? Sondern es ist ja, wenn man sich mal mit diesem System beschäftigt, das ja ein reines Wirtschaftssystem ist, und wenn man sich damit beschäftigt, wie viel Geld eben mit Herzmedikamenten, mit Operationen, mit Herz-OPs und so weiter verdient wird, Ja. das ist ja gigantisch, ne? Ja. Ich habe jetzt beschlossen, das nächste Buch heißt, mein nächstes Buch heißt Das Geschäftsmodell der Schulmedizin. Ja. Ah, spannend, Ja, um spannend. es mal so gläsern zu machen. Ich meine, es sind schon sehr viele Enthüllungsbücher geschrieben worden, aber so diese ganze Anatomie des Systems, glaube ich, ist noch nicht so richtig offensichtlich. Und aus meiner Sicht, das ist ganz klar, das System erhält sich selber. Ja? Das System ist nicht an gesunden Menschen interessiert und auch nicht an freien Ärzten. Das System agiert immer so zum Selbsterhalt. Und Ärzte sind genauso drin gefangen wie der Patient, der nicht über den Tellerrand guckt. Und dann gibt es so wie Mechanismen, Säulen. Das erste ist die Angst, ja. Wenn du jetzt keinen Bypass machen lässt, dann wirst du sterben. Wenn du dir jetzt keine Chemo machen lässt, dann wirst Genau. du sterben.
Es wird immer mit der Angst agiert, ja. Obwohl das nicht stimmt. Krebs wächst über lange Zeit, KHK wächst über lange Zeit, ja. Die meisten Patienten, also es gibt natürlich vital bedrohliche Zustände, den muss die Medizin korrigieren, den vital bedrohlichen Zustand, aber dann ist Zeit. Dann kann man sich ganz in Ruhe überlegen, so was mache ich jetzt, ja. Und die Angebote des Systems führen zum Abo. Das muss man auch wissen. So führt der Stent zum Abo. Danach brauchst du immer Aspirin, du brauchst noch das, du brauchst den ganzen Pharmacocktail. Laut Leitlinie, ja. Also das System verpasst dir ein Abo und das war's. So. Es ist ja das Gleiche bei Organtransplantationen, ne? Also wenn man jetzt ein Spenderorgan bekommen hat, ist man ja Ja. auch Zeit seines Lebens abhängig von Medikamenten, ne? Zum Beispiel Medikamente, die eben verhindern, dass eben das Fremdorgan zersetzt wird. Ja. Ja, und diese Medikamente, die haben wieder sehr starke Nebenwirkungen. Ja. Also das ist schon, kommt da wirklich in so einen Teufelskreislauf und für das System ist es ja perfekt, ne? Genau. Das ist Ich so, kann ganz klar sagen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ich ja. bin überhaupt kein Gegner der Medizin. Die Medizin habe ich so wie studiert, gelernt von der Pike auf. Ich bin ein totaler Fan der Medizin. Nur die Medizin hat ihre Ordnung auf den Kopf gestellt. Die Ordnung müsste so sein, dass es dem Arzt gut geht und dem Patienten, ja, nicht dem Finanzamt. Das System hat nichts mit der Medizin zu tun. Das ist kontraproduktiv. Und dann würde man sagen, ja, Herztransplantation, es ist super toll, dass wir es können. Es ist das letzte Mittel. Wenn zum Beispiel würde man sagen, so, du hast schwaches Herz. Jetzt fängst du an mit Vitamin C. Nimm erstmal das. Das wird deine Pumpe schon verbessern. Dann stellst du um auf vegane Ernährung. Die Studienlage für vegane Ernährung ist unglaublich gut, ja. Schweine, Schnitzel, Steak, Pommes, Fastfood kann nicht mithalten, ja. Die vegane Ernährung ist der Kick für das Herz. Dann hilft das nicht, dann kommt als nächstes Trofantin. Das ist schon ein bisschen was, das wäre das dritte im Bunde. So. Wenn das nicht hilft, dann kann man, also man muss dann die Atemtherapie, man muss die Psyche beachten, alles Mögliche, ja, Konfliktsituationen. Und wenn alles nichts hilft, dann kann man zum Schluss sagen, ja, jetzt machen wir eine Herztransplantation, es bleibt uns nichts übrig, ja. Aber nicht sozusagen das Schlimmste als erstes propagieren, ja. Ich meine, Herztransplantationen sind immer noch Ausnahmeerscheinungen, aber heutzutage wird sehr schnell ein Bypass, wird dem Patienten verordnet. Sehr schnell Stent und Bypass, ja. Es führt auch zum Abo. Wie ist es, wie verhält sich das denn genau mit diesen Stents und Bypässen? Hat man dann immer im Körper, Ja. also lebenslang? Ja. Also ein Stent wird nicht wieder entfernt. Ich kenne Patienten, die das wollten. Die wollten ihren Stent wieder loskriegen. Also ich habe keinen Chirurgen dazu gekriegt, das Ding wieder rauszubauen. Geht auch nicht so leicht. Der wächst ein. Ja. Und ein Bypass, also da, ich zitiere mal den Dr. Esselstyn. Ja. Ich erzähle mal so, wie der das sagt. Ja. Dr. Esselstyn ist der, der die koronare Herzkrankheit nur mit veganer Ernährung besiegt hat und sagt, die Krankheit ist ein zahnloser Tiger, sagt er. Dann geht Esselstyn, sein Vortrag geht so, ja. Und wenn ich den Leuten sage, sie dürfen kein Fleisch mehr essen, keine Wurst, kein Käse, nicht mal Eier, nicht mal Olivenöl, dann sagen die Menschen zu mir, Herr Doktor, das ist aber extrem. Wenn man aber sich überlegt, was eine Bypass-Operation bedeutet, es bedeutet, der Brustkorb wird dir aufgeschnitten, die Knochen werden zersägt, es wird der Brustkorb aufgemacht, dein Herz wird mit Kaliumchloridlösung künstlich stillgelegt, du kommst an eine Herz-Lungen-Maschine, dein Bein wird aufgeschnitten, um eine Vene rauszuoperieren, diese Vene wird ans Herz angeschlossen. Dann könnte man sagen, die Behandlungsmethode ist aber extrem. Heftig, heftig. Und deswegen nenne ich die Schulmedizin nicht nur ein Geschäftsmodell, es ist eine Ersatzreligion geworden. In der Ersatzreligion wird diese krasse Operation, ohne mit der Wimper zu zucken, durchgeführt, ja, aber die Ernährungsumstellung wird abgelehnt. Ach nee, das machen wir Ja, jetzt nicht. also absolut. Das ist eine Ersatzreligion, das ist ein Glaubenssystem. Das hat mit einem nüchternen Blick auf die Realität überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Ja, und deswegen, du merkst es ja auch, ne? Also, das, was auch sehr interessant war, ich weiß gar nicht, zu überlegen, ob ich das jetzt hier teilen darf, weil ich nicht riskieren will, dass das Video gelöscht wird. Rausschreiben. Ich Sag, versuche was du auf dem Herzen hast. versuch das mal zu umschreiben, ohne diese relevanten Begriffe zu verwenden, weil uns auch gerade wieder ein Video entfernt wurde.
Es hat tatsächlich ein Mediziner hat, also es kam ein, genau, der hat einen Mann zu sich geholt, der irgendwie Experte ist. Ich glaube für Kindes, also irgendwie vom Jugendamt fürs Kindeswohl, ne? Und hat dann gesagt, was denn passieren würde, wenn er hat dann so bestimmte Substanzen aufgezählt, ne? Wenn er die jetzt seinem Kind verabreichen würde, ne? Und hat ihn gefragt, was würde denn da passieren? Und dann hat dieser Mann zu ihm gesagt, ja, dann würde ihnen das Kind weggenommen werden, das würde eben in Obhut gegeben werden, und weil das, was sie da machen, vorhaben mit ihrem Kind, das würde das Leben des Kindes, also wirklich mindestens riskieren, wenn nicht sogar das Leben an sich gefährden. Die Gesundheit gefährden oder das Leben sogar. Ja. Genau, und ja, und dann hat der Mann ihm das eben gesagt, ne? Und dann hat der Mediziner also zu ihm gesagt, und wissen Sie, dass all diese Substanzen in den Stoffen enthalten sind, die man üblicherweise Kindern gibt. Also ich sage jetzt nicht genau den Ja, Begriff man und kann so schon sagen, weiter, ne? kompliziert, ja. Und Aber der war völlig geschockt, und er meinte, der Mediziner soll ihm doch mal die Studien und Infos dazu schicken. Und es ist halt schade, dass man jetzt über solche, das ist ja aber auch ein Teil der Religion. Du darfst halt über diese Dinge nicht offen reden, wie sie einfach mal sind, ne? Weil das ist nicht gewollt, und sowas wird eben sofort entfernt. dann Aber es sage ist ich mal, halt, wenn Menschen das wissen würden, ja. dann würden sie sich und ihre Kinder ja schützen. Ne? Dann kann ich vielleicht Begriffe sagen, die noch nicht so den Algorithmus unterliegen. Die Medizin ist eigentlich vor ungefähr 150 Jahren hatte sich radikalisiert, kann man sagen. Ja, sie ist radikal geworden. Nicht in einem guten Sinne. Es gab lange Zeit eine Diskussion, ob die Keimtheorie stimmt, also ob wirklich die bösen Viren und die bösen Bakterien unsere Gesundheit gefährden, oder ob die Milieutheorie stimmt. Ja? Milieutheorie bedeutet, wenn mein Haus ist zu kalt, es zieht rein, ich lebe im Dreck und werde krank, dann brauche ich mich nicht wundern. Ja? Ich esse schlecht und werde krank, brauche ich mich nicht wundern. Meine Mutter liebt mich nicht oder in der Ehe gibt es nur Stress, einer wird krank, das Milieu ist schlecht. Ja? Und diese Diskussion wurde sehr zugunsten der Keimtheorie entschieden, dogmatisch. Irgendjemand hat gesagt, nee, die Bakterien sind es, ja, alles andere ist wurscht. Und daraus kommt natürlich ein Siegeszug der Antibiotika, weil das auf dieser Theorie basiert, auf diesem Glaubenskonstrukt, ja. In der Physik hat man was anderes herausgefunden. In der Physik war es ein Riesending zu sagen, oh, Licht ist Welle und Teilchen. In der Physik ein Riesending, oder? Lichtquanten erfüllen die Erfordernisse für Welle, sind Wellen und sind Teilchen. Beides, ja. Ich weiß nicht, ob das hier so ein Begriff ist, aber ich habe mich sehr viel mit Physik beschäftigt. Und in der Medizin müsste man auch den Sprung machen. Ja, es gibt Erreger tatsächlich. Manchmal stecken sich Menschen an mit Krankheiten, das gibt's. Es gibt aber auch Milieu. Also Krankheit ist eine Mischung, ist beides, erfüllt beide Kriterien. Und diesen Sprung, den die Physik meines Wissens nach 1920 gemacht hat, den hat die Medizin noch nicht gemacht, den Sprung. Sind wir 100 Jahre hinterher. Ja, und das Problem ist ja auch, dass eben Menschen, die diese Dinge offensiv vertreten oder eine andere Meinung vertreten, dass die ja zensiert werden oder ausgeschlossen werden oder ihren Job Ja. verlieren oder ihren Status verlieren, ne? So wie zum Beispiel Dr. Hamer, der damals eben eine neue Ja. Theorie aufgestellt hat. Er hat ja auch all seine Posten verloren, er wurde sogar verfolgt, ne? Ja. Es wird ja eben mit Menschen, die anders denken, das ist ja auch ein Kennzeichen einer Religion. Ja. Die eben es wagen, diese Religion in Frage zu stellen, die werden eben mundtot gemacht. Das passiert ja heute mehr denn je, ne? Was denkst du, warum das so ist? Was sind die Gründe? Warum kann man die Leute nicht einfach gesund werden lassen? Ich glaube, dass es vor allen Dingen eben ein Riesengeschäft ist, was dahinter hängt, ne? Ein Riesenapparat. Und ich meine, diese ganze Corona-Geschichte, wenn du dir überlegst, wie. Ne? Ich habe mir lange gedacht, der Staat will doch produktives Volk. Und wenn alle gesund werden, würden wir doch 10-mal so viel erwirtschaften. Habe ich mir immer gedacht, weißt du? Natürlich, natürlich. Oh, wenn wir alle gesund werden, wir würden doch Genau, auch. wenn denn die Vertreter des Volkes auch wirklich die Interessen des Volkes vertreten würden, Ja. dann wäre das so, aber sie vertreten ja ganz andere Interessen. Ja. Also mein Verdacht ist der, dass die Herrscher deswegen keine gesunde Bevölkerung wollen, weil sie würden sich ihre eigenen Konkurrenten ranzüchten.
Also ich habe jetzt auch immer sehr recherchiert und schon die Druiden, die sehr viel Heilwissen haben, wurden verfolgt, noch vor den Hexen, dann wurden die Hexen verfolgt und heute werden die Ganzheitsmediziner verfolgt. Und ich glaube, das ist im Augenblick mein Erkenntnisstand, die Herrscher, die Alpha-Tiere, die wollen nicht sich ihre eigenen Konkurrenten ranzüchten. Es reicht schon, was so im Haifischbecken schwimmt, ja. Und wenn das Volk zu gesund ist, dann würden die den Herrscher angreifen, würden vielleicht sich nicht unterdrücken oder nicht beherrschen lassen wollen, ja, zu gesund. Und das wollen sie nicht. Und deswegen geht die Regierung mit der Pharma eine Koalition ein. Das ist ein Kartell eigentlich, ja. Ja, das ist eine Mafia, absolut. Na, Pharma-Politik-Medienkartell ist das. ja, na, und ich meine, es gibt sehr, sehr viele auch alternative Mediziner, auch gerade in Amerika, die einfach unter sehr mysteriösen Umständen ums Leben gekommen sind. Das passiert ja auch immer wieder, ne? Wenn Die Menschen Liste ist noch einfach zu nicht. viel Erfolg haben mit Heilung, Ja, ich kann die das. Liste nicht verifizieren, aber der wie heißt er noch gleich, der das immer sagt? Das ist fällt mir der Name nicht ein, der auch viel über Chemtrails spricht. Also es soll eine Liste geben mit 100 Ganzheitsärzten in den USA, die plötzlich und unerwartet verstorben sind. Ja. Und man weiß ja auch, dass es sogar in diesem Pharmakartell eben Menschen gibt, die nur dafür bezahlt werden, eben solche Leute eben aus dem Weg zu räumen. Also es ist schon heftig und es ist auch wichtig, dass eben die Menschen auch darüber erfahren, was passiert. Und ich meine, das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, das ist ja schon mal, ist ja eigentlich im Grundgesetz drinne. Und das ist halt traurig, ne? Dass wirklich eben bestimmte Informationen gar nicht an die Öffentlichkeit kommen dürfen. Also wie Strophantin, ne? Was ja auch totgeschwiegen wurde, wo Informationen darüber entfernt wurden und viele, viele andere Naturheilmittel. Ich weiß zum Beispiel von mehreren Heilpraktikerinnen, mit denen ich im Kontakt bin, die mir gesagt haben, dass zehntausende hochwirksame natürliche Heilmittel einfach verschwunden sind, ne? Die sie verwendet haben, um ihren Patienten zu helfen. Die wurden Stück für Stück, wurde die Zulassung entfernt oder die Firmen konnten sich diese mittelständischen kleinen Firmen, die hergestellt haben, konnten sich die Zulassungsverfahren nicht mehr leisten. Und da ist ja auch, ne, es gibt also natürliche Heilmittel ohne jegliche Nebenwirkungen. Die sind dann einfach nicht mehr da und die auch noch günstig waren, also ne, die nicht viel Geld gekostet haben. Und da steckt ja auch ein System dahinter. Ne. Also, wen das sehr interessiert, wie das System funktioniert, es gibt ein tolles Insiderbuch, das heißt Professor Yoda, ein Insiderpakt aus. Und das ist unglaublich nachvollziehbar beschrieben. Und der Knackpunkt ist der, die Pharma hat irgendwann Riesenumsätze generiert, wie sie eben vorher nur die Erdöl- und die Tabakindustrie geschafft haben. Also solche massiven Umsätze wurden generiert. Und die haben sich dann irgendwann die klügsten Leute geholt, fürs Marketing und natürlich auch die besten Rechtsanwälte. Ja. Und dann geht ein Schritt zum nächsten. Ja. Ja. Also, das wird sich natürlich auch verändern. Wir sind jetzt in der Übergangszeit. Also, ne, dadurch, dass wir einfach ein immer höheres Bewusstsein auch auf der Erde haben, werden immer mehr Menschen auch fühlen, was richtig und was falsch ist. Und das heißt, es wird sich auf jeden Fall wandeln. Aber im Moment ist es eben noch so. Und es ist einfach auch wichtig, dass die Menschen eben darüber erfahren, damit sie sich auch schützen können. Na, wenn du nicht weißt, was, ne, zum Beispiel, wer beschäftigt sich denn intensiv damit, was du gerade beschrieben hast, ne, diese OPs und was da wirklich passiert und was da dranhängt, ne? Und das wird aber auch das Thema, ich weiß ein bisschen mehr über das Thema Organspende, weil ich das aus meiner Familie halt näher erfahren habe, was da alles so dranhängt. Das wird alles so schön dargestellt, ne? Aber was dann wirklich passiert, das erfahren meistens nur Menschen, die halt betroffen sind. Ne? Wir können ja noch Und mal kurz aufzählen, wie man sich schützen kann. Ja? Barfuß laufen, Superschutz. Ja? Kontakt zur Natur. Ab in Wald, Superschutz. Vitamin C einnehmen, Superschutz. Ja? Pflanzenbasierte Ernährung, Superschutz. Strophantin biologische einnehmen. Ernährung, ne? Nochmal? Biologische Ernährung, Biologisch, auch genau. super Genau. wichtig. Aus dem eigenen Garten. So, das sind die positiven Aspekte.
Genau. Jetzt habe ich noch irgendwie, mein neues Steckenpferd ist das Artemisia. Und da gibt es auch so ein Video. Hast du Artemisia im Garten, muss die Krankheit warten. Ja. Artemisia, was war das nochmal? Artemisia annua gehört auch zu diesen. Nee, was, Also was ist der deutsche Name? der einjährige Beifuß. Ah, genau, richtig, richtig, ja. Das war da Genau. auch noch ein kleiner Shop, ja. Wächst überall. Wächst auf jeden Balkon. Ja. Und dann den Kontakt zum System meiden, das ist auch immer ganz wichtig, ja. Kontakt zum System meiden oder so ganz klar zum System hingehen, ich will jetzt deine Dienstleistung, ich will jetzt diese Tablette und keine andere, ich möchte jetzt deinen Zahn gezogen kriegen, sonst nichts, ja. Ich möchte jetzt deine Warze entfernen, sonst nichts und ich möchte kein Abo. Ich lasse kein Abo im System, ja. Ja, das genau, als selbstbewusster Patient auch, also dass man wirklich auch mit diesem Bewusstsein, wenn mal was ist, dass man da hingeht und sich im Klaren darüber ist, dass ja man Geld dafür bezahlt, um eine Dienstleistung zu bekommen und dass es die Genau. Aufgabe des Arztes oder des Mediziners ist, einem zu dienen, also einem zu Ja, helfen, ne? ganz klar. Und dass man eben nicht wie ein kleines, unmündiges Kind behandelt werden möchte. Ich habe das auch immer wieder so erlebt, weil ich natürlich, also ich gehe gelegentlich mal zum, also ich gehe ja nie zu irgendwelchen Ärzten, aber ich gehe halt gelegentlich mal zum Zahnarzt, weil ich leider so aus meiner Kindheit, da ist irgendwas schiefgelaufen, deswegen habe ich so einige Füllungen und so, danach ist nichts mehr passiert aufgrund meiner gesunden Lebensweise. Aber das will halt ab und zu mal versorgt werden und dann bin ich halt ab und zu mal beim Zahnarzt und die sind dann auch mal ganz überrascht, wie genau ich nachfrage und sie Ja. dann frage, was sie so verwenden, ne, und dass sie kein Fluorid verwenden sollen. Und das kennen die halt auch nicht, ne, dass da jemand sitzt und ihnen halt so sagt, was er braucht und was sie bitte lassen sollen und was sie machen sollen. Aber das brauchen wir eben. Wir brauchen mündige, selbstverantwortliche Menschen, die volle Verantwortung für ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen und wirklich hinterfragen, ne, weil eine Aussage wie, das ist schon okay oder das ist schon nicht so schädlich oder das ist auf jeden Fall in Ordnung. Das haben wir ja bei diesen ganzen Spritzen gesehen, ne? Also was da alles später bei rausgekommen ist. Da wurde ja auch erzählt, das ist völlig unbedenklich, gar kein Problem, ne? Also darauf, auf solche Aussagen können sehr, sehr gefährlich sein, wenn man sich drauf verlässt. Also das System arbeitet mit Lügen, ganz klar haben wir gesehen, arbeitet mit Angst, arbeitet mit finanziellem Druck, mit Geld und mit Gesetzen. Das sind so die vier Säulen des Systems, ja. Die Selbsterhaltungssäulen. Geld, Gesetze, Angst und Lügen. Das Das dürfen muss die. man Man denkt wissen. immer, die dürfen nicht lügen. Nein, sie müssen lügen. Sie müssen lügen, sonst könnten sie sich selber nicht erhalten. Richtig, sie werden dafür bezahlt zu lügen. Also ich meine, wenn du als Mediziner auf die Universität gehst, da lernst du ja schon ganz viele Dinge nicht, ne, die du Ja. eigentlich wissen solltest. Ja. Ne, da fängt es ja schon an, also dass diese Ausbildung ja schon sehr, sehr einseitig ist, also pro Pharma oder pro überholter Schulmedizin. Ist leider so, ja. 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 Hast du noch Amalgamfüllungen? Ich habe, glaube ich, noch eine letzte, die immer gut getestet ist. Aber ich denke, die sollte auch mal raus, so langsam. Mit Ja. Mitte 20 hätte ich es Ja, halbe gemacht. Quatsch, nee, Entschuldigung, ich habe auf keinen Fall Amalgamfüllung. Ich habe noch eine alte Goldfüllung, so. Aha. Nee, ich habe Gold keine soll was Gutes. Amalgamfüllung. Gold sollte doch eigentlich was Gutes sein. Eine gute Füllung, oder? Ja, es ist auch nicht optimal, aber Okay. natürlich habe ich, hatte gerade einen kleinen Denkfehler, natürlich habe ich keine Amalgamfüllung mehr. Also ich hatte bis Mitte 20 hatte ich das halbe Gebiss voller Amalgamfüllungen. Und ich bin auch als Kind immer treu doof zum Zahnarzt, wie sie es gehört hat. Und der hat jedes Mal was gefunden. Jedes Mal. Ich dachte schon, lieber Gott, ja, war verzweifelt. Und irgendwann war alles voll. Alles voller Amalgam. Bei mir genau das Gleiche. Also ich habe mich total, ich habe keine Süßigkeiten gegessen als Kind und ich kann mir das nur so erklären, dass dieser Zahnarzt einfach Löcher gebohrt hat, wo nichts war. Anders kann ich es mir nicht erklären, Es kann weil sein. ich habe mir die Zähne geputzt, ich habe wirklich überhaupt keinen Zucker gegessen, weil ich Du einfach. hattest keine Schmerzen, du hattest bestimmt keine Schmerzen, ja? Man sollte ja nur zum Arzt gehen, wenn was wehtut und Genau, das nicht. war einfach im Zuge dieser Prophylaxe-Untersuchung Genau. hat er mir eine Blombe nach der nächsten verpasst und es ist wirklich tra super traurig und auch frustrierend, wenn ich daran denke, ne?
Ich kann mich Aber noch erinnern, gut. ich bin dann, naja, die Storys sind interessant, weil man hat eine Zeit, wo man glaubt, die Unschuld des Menschen wird ausgebeutet. Ja? Man denkt, okay, die machen das schon richtig und so glaubt es. Dann stellt man fest, jetzt habe ich den Salat. Und bei mir war dann auch, aber damals habe ich noch nicht das System in Frage gestellt. Ich habe nur gestaunt über Einzelaspekte, die ich gesehen habe. Im Studium hatte ich dann eine Bekannte, die hat gesagt: Ach du, mein Freund macht Zahnmedizin, der braucht Probandenopfer sozusagen. Er würde dir alle Amalgamfüllungen rausnehmen. Ich dachte, ja, das ist eine gute Chance, ja. Und dann habe ich zum ersten Mal erlebt, dass Ärzte sich beraten. Ich dachte, jetzt bist du an der Uni. Der Assistent sagt, du, ist das Karies? Ich muss den Oberarzt fragen. Der Oberarzt sagt, ich weiß nie. Naja, vielleicht machen wir doch lieber ein Röntgenbild und so. Das heißt, ich habe gesehen, diese Ärzte, diese fertigen Ärzte, sind in einem Prozess der Entscheidungsfindung. Sie wissen es nicht von vornherein, ja. Und dann ist mir rückblickend aufgefallen, dass mein Dorfzahnarzt, der brauchte keinen Prozess der Entscheidungsfindung. Der wusste sofort, hier muss gebohrt werden. Jedes Mal, wenn ich kam, ja. Dann habe ich den Dorfzahnarzt in Frage gestellt. Ich habe gedacht, aha, jetzt ist alles klar, ja. Und das war so Mitte 20, war das so mein Aha-Erlebnis. Ich dachte, aha, es gibt also Ärzte, die sind noch an der Universität, das sind eigentlich die Besseren. Die wissen es nicht sicher, die beraten sich, die überlegen, dann machen sie noch eine Diagnostik, noch ein Röntgenbild und so, ja. Und das sind auf jeden Fall die Besseren, weil die sich halt Na Gedanken klar, machen, ne? na Und klar. einfach mal über dich hinweg irgendwas entscheiden. Das ist der ehrliche menschliche Ansatz. Man ringt um die Wahrheit. Genau. Und das sollte einen auch stutzig machen, wenn der Arzt sofort weiß, wohin es geht, ja? Und diese Richtung, wohin es geht, verursacht auch noch Schaden. Dann sollte man sagen, hier, da denke ich nochmal drüber nach. Ich hatte letztens auch so ein echt richtig krasses Erlebnis. Also nochmal kurz zum Schluss. Ich war beim Zahnarzt wegen einer Zahnreinigung und der meinte, absolute Vollkatastrophe, ihr Gebiss ist kurz vor der Totalsanierung, sie müssen dringend tätig werden und das ist, sieht ganz, ganz schlecht aus und so, ne? Ich habe mich halt richtig schlecht gefühlt, ne? aber habe das natürlich auch in Frage gestellt und dann bin ich, also einfach weil ich es wissen wollte, bin ich danach nochmal zu drei verschiedenen anderen Zahnärzten gegangen, die alle das absolute Gegenteil behauptet haben und natürlich das gesagt haben, was auch so meinem Gefühl oder meiner Intuition entspricht. Und der wollte einfach mit seiner Panikmache Geld verdienen, ne? Und also unmöglicher Typ, also auch so erstmal den Menschen so ein richtig schlechtes Gefühl zu vermitteln. Also ich finde sowas wie, oder auch so Aussagen wie, ja, sie haben noch bestimmte Zeit zu leben und sowas, ganz, ganz schlimm. Das ist halt. Also die wissen ja gar nicht, was sie da machen, ne? Also sie versetzen praktisch den Menschen in Schock, in Schockzustand, der ja natürlich dazu führt, dass das Immunsystem kollabiert und wissen überhaupt nicht, was sie da anrichten. Das ist ja grob fahrlässig, solche Aussagen zu treffen, ne? Kann eben sein, dass sie schon wissen, ja. Ich nehme da nicht mehr alle Kollegen in Schutz. Manche wissen ganz genau, was sie tun. Ja. Ja. Aber das, jetzt haben wir noch ein Merkmal genannt. Also mit der Angst wird auch Zeitdruck vermittelt. Jetzt sofort muss es passieren, ja. Das ist auch Genau. so ein Kennzeichen des Systems. Angst und Zeitdruck wird Ja. vermittelt. Ja, und Ich muss aus schauen. Verkäufersicht ist das natürlich Ja. perfektes Marketing, ne? Die Masche, Weil ja. man versetzt die Menschen in Angst, man erklärt ihnen, dass es keine Alternative gibt, außer die, die man selber anbietet und kann damit dann halt wirklich absahnen. Das ist aus Marketing-Sicht ist das perfekt. Ich wollte den Zuschauern noch was sagen, weil vielleicht sind manche irritiert, wenn wir so ernste Themen besprechen und dann noch dabei Spaß haben und lachen, ja. Aber ich sehe das so, der Punkt kommt, wo du das System von außen siehst, du bist nicht mehr drin und dann empfindest du das als Kindergarten. Das ist ein Kindergarten, der sich dort abspielt, ja. Natürlich einer mit ernsten Konsequenzen. Aber unterm Strich ist es so einfach auszusteigen. Und du hast es gezeigt mit einem langen Lebensweg. Mein Ausstieg war nicht so einfach. Ich bin immer dann ausgestiegen, wenn ich mit dem Rücken zur Wand war, wenn es nicht mehr anders ging, ja. Aber rückblickend muss ich sagen, ja, es war einfach. Ich bin einfach rausgetreten aus diesem Kreislauf, ja. Aber die Entscheidung, glaube ich, die muss schon. Also bei mir war es zum Schluss so, ich habe gesagt, jetzt werde ich eher verhungern, als nochmal für dieses System zu arbeiten, ja. Und ganz erstaunlich, es kam keine Hungersnot, ja. Ja, Überhaupt nicht. Es kam jeden Tag das genug Leben zu sorgt essen immer auf für mich. uns. Ja. Ja, Aber genau. das sind leere Worte, dieses Vertrauen und die Existenz sorgt sich. Das sind leere Worte, bis man es erlebt hat. Ja, Dann absolut. plötzlich geschieht's. Ja. Ja, lieber Jochen, wir könnten noch ewig weiterreden. Aber ich denke, für heute ist es wirklich rund. Also wir haben ja viele wichtige und spannende Themen angesprochen. Ihr Lieben, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, auf eure Meinung, vielleicht auf eigene Erfahrungen, die ihr gerne teilen möchtet.
Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit er weiter wächst und noch weiter viele, viele, viele Menschen aufklären kann. Und danke für eure Unterstützung. Danke, lieber Jochen, für deine Zeit. Weiterhin Zack. alles, alles Gute und Informationen zu dir und zu Strophantin und so weiter verlinken wir natürlich. Und ja, also mach weiter so und dann hoffentlich bis bald. Alles Liebe. Bis Tschüss. bald. Ciao.